8 Arten von Brawlstars-Spielern. Der Autoaimer. Nice, let's go. Einfach mal jetzt mal wieder Brawlstars spielen mit dem David hier. Was geht? Hi. Komm, wir gehen jetzt mal hier in eine Runde rein. Und ich würde sagen, David, komm, wir machen jetzt auf jeden Fall hier den ersten Platz. Auf jeden Fall. Chillig. Ich treffe voll gut eigentlich, muss ich echt sagen. Otto, eigentlich du nur. Hä, mach ich gar nicht, Digga. Was willst du? Hä? Hä, ich auto-aime nicht. Ist gestorben? Ich weiß nicht, ich hatte voll die Lags. Was soll ich machen? Hilfe! Nur machen! Ey, du bist so schlecht. Was hab ich jetzt? Ach, egal. Der Skinflexer. Ey, Bro, ich muss dir mal was zeigen. Ja? Ich hab mir so letztens einen Skin gekauft, ne? Und den hast du, glaube ich, nicht. Ich zeig dir den mal. Guck, siehst du den? Ja. So nice. Hast du den auch? Ich bin nur mit dem Board. Ja, Digga, ich bin viel zu krass, ey. Guck dir mal diesen Skin an, ey. Der Ultra-Pay-to-Win-Typ. Nice, let's go. Erstmal 25.000 Gems aufgeladen. Ich glaube, ich mache jetzt ein fettes Opening, dass ich alle Brawler ziehe, die man ziehen kann. Let's go, ich bin der Beste. Der Noob-Player. Okay, was soll ich denn jetzt machen? Also, ich will ja jetzt ein Spiel starten. Deswegen drücke ich einfach mal jetzt auf Spielen und mal gucken, was jetzt passiert. Ich kenne die Spiele ja noch nicht, weil ich spiele das ja auch erst seit gestern. Deswegen, ich muss mal gucken, was hier so los ist. Wahrscheinlich hier diese Gegner töten. Was ist diese Juwele? Was ist das eigentlich? Oh ja, hier. Was, das ist... Ich kann damit auf die Leute drauf springen, oder wie? Also, das ist doch mein Mate. Ich gehe jetzt mal wieder nach oben, weil ich bin natürlich gestorben. Aber was muss ich mit dieser Juwelen machen? Warum sammelt er alle ein? Muss ich jetzt Juwelen einsammeln? Oh, okay. Ich gehe mal bei diese Brawler dahin. Was muss ich jetzt machen? Muss ich die töten? Einfach mal hier, weil ich mache hier mal ein bisschen Zauber. Hä, er hat mich schon wieder. Was ist das? Der Pro-Player. Komm, Digga, das ist so einfach, wirklich einfach, einen Brawler auf 2000 Trophäen zu pushen. Ich verstehe wirklich nicht diese Leute, die das nicht hinkriegen, Digga. Ich hatte jetzt einfach schon über 4 Brawler auf 2000. Let's go, Alter. Ich bin auf jeden Fall jetzt einfach Erster geworden und ich habe einfach jetzt den Box auf jeden Fall auf 2000 Trophäen. Ziemlich nice, Alter. Das war so einfach. Jetzt mal ernsthaft, Alter. Der Toxic-Spieler. Komm, let's go, erstmal in eine Brawl Stars-Runde reingehen. Ziemlich krass. Auf jeden Fall, ich spiele jetzt einfach mal mit meinen Mates und mal gucken, wie es läuft. Auf jeden Fall jetzt hier in der Runde mit meinen Mates. Die sind auf jeden Fall eigentlich richtig gut. Digga, was bleiben die AFK? Digga, die sind doch so schlecht. Was machen die? Hallo, oh mein Gott. Digga, mach doch mal mehr, als da nur rumzuschießen, Junge. Digga, meine Mates sind doch so welche Bots, Digga. Ich könnte viel besser als sie sein, aber wirklich viel besser. Alleine, Digga, guck mal, wie der Frank spielt. Der spielt ja richtig, richtig schlecht. OMG. Ich könnte die alle im 1 gegen 1 hintereinander besiegen, Digga. Schau dir das mal an, wie ich hier carry. Die anderen machen gar nichts gefühlt, Mann. Nee, Digga, ich spiele nie wieder mit den Mates Brawlers. Die sind so Bots, Digga. Ich bin einfach der beste Spieler, einfach alleine, ohne die... Der Lost Brawl Ball Spieler. Nice, let's go. Einfach mal jetzt hier in eine Brawl Stars Runde auf jeden Fall reingehen. Ich bin auf jeden Fall wirklich sehr gespannt, ob wir jetzt gewinnen oder verlieren. So, ich würde sagen, wir spielen auf jeden Fall jetzt hier mal die Runde. Let's go. So, ich würde sagen, ich nehme jetzt hier auf jeden Fall mal den Ball und so, den mache ich jetzt hier auf jeden Fall rein. Und nein, was mache ich? Der das Handy zerstört. Okay, so, let's go, auf jeden Fall. Jetzt sollten wir das eigentlich schaffen. Digga, was macht mein Mate, Digga? Ich hasse es. Das Handy kaputt, Digga. Ich hasse es.
Mann, ich hasse es, Digga. Ja, jetzt ist hier das Handy kaputt. Ja, Digga, was soll man denn machen? Guck mal, wie das jetzt aussieht, Mann. Digga, der Display geht jetzt einfach komplett ab. Man direkt zur Reparatur schicken. Gar keine Lust. Und Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Like da. Abonnieren nicht vergessen, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Video wieder. Lasst gerne eine Bewertung beim Video da. Und wenn ihr mehr so welche Videos wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Ciao, ciao.